Und dann steigen wir gleich ins letzte Tutorial noch ein. Herzlich willkommen beim vierten Tutorial. Auf einer kleinen freundlichen Einland. Gut, stoppen wir mal. Herzlich willkommen beim vierten Cultures Tutorial. Auf einem kleinen freundlichen Einland steht ein kleines Wikingerdorf, ein Bauer, ein Müller und ein Bäcker versorgen die Siedlung mit ausreichend Nahrung. Vor wenigen Tagen landete zudem ein fremder Händler auf der Insel, mit dem die Bewohner rege Tauschgeschäfte pflegen. Die Wikinger sind nun nicht mehr alleine. Dieser vierte Teil des Tutorials baut auf den Spielregeln auf, die du in den letzten drei Teilen gelernt hast. Hier sollst du nun mehr über Diplomatie und Kampf erfahren. Um den Einstieg hier einfacher und schneller zu machen, sind einige Häuser und Arbeiter bereits vorgegeben. Deine Wikinger sind ausgelassen und fröhlich. Vor einigen Tagen haben sie dem fremden Händler, der nördlich vom Dorf sein Lager aufgeschlagen hat, Gold gegen Weizen eingetauscht. Was für ein einfältiger Eingeborener. Sven, der Jäger, noch immer leicht benommen von vielen Feiern, hält gerade glücklich einen Goldbarren in der Hand. Plötzlich gleitet er ihm aus der Hand und zerbricht am Boden. Was ist das? Der Händler ist ein Betrüger. Die Hälfte der Goldbarren sind wertlos. Wütend stürmen die Männer herbei und schwingen ihre Fäuste. Das schreit nach Rache. Bei einer schnell zusammengerufenen Versammlung beschließen sie Wikinger, dem fremden Händler den Krieg zu erklären und ihn von der Insel zu vertreiben. Auf der linken Seite des Bildschirms findest du den Diplomatie-Button, Händereich-Symbol. Hier findest du alle Informationen zu fremden Völkern, die du bereits entdeckt hast. Um einem Volk den Krieg zu erklären, klicke bei der Information über den Stamm des Gegners auf das Symbol mit den gekreuzten Schwertern. Jetzt wirst du ihm feindlich gesonnen. Der Status des Gegners wird sich aber erst ändern, wenn du ihn attackierst. Willst du mit deinem Volk handeln, muss dieses Volk dir freundlich gesonnen sein. Willst du es aber angreifen, musst du ihm den Krieg erklären. Erkläre dem fremden Händler den Krieg. Mit grimmigen Gesichtern bitten die Wikinger Gott Odin um einen guten Kampf. Ja, das ist jetzt das Diplomatie-Symbol. Hier sehen wir einmal die Übersichtskarte, wo welcher Stamm, welche Stämme sind, die wir entdeckt haben. Also in unserem Fall die Schlitzohren. Hier haben wir die Tabelle, wo wir sehen, wer mit wem wie befreundet ist. Also im Augenblick sind die Schlitzohren uns freundlich gesonnen. Also ja, das ist die aktuelle Fraktion und das sind die Fraktionen, wie sie ihnen gesonnen sind. Also die Schlitzohren sind uns freundlich gesonnen. Also das geht so, Schlitzohren sind Freund mit Wikingern. Wikinger sind Freund mit Schlitzohren. Wikinger sind Feind mit Schlitzohren jetzt. Ja. Schlitzohren, gespaltene Zunge. Oh ja, eine Abordnung der Wikinger hat dem betrügerischen Händler die Freundschaft aufgekündigt und ihn den Krieg erklärt. Als dies der Händler hört, beginnt er laut zu lachen. Hämisch gibt er zu verstehen, dass er wenig Angst vor deinen Wikingern hat, solange sie keinen einzigen Krieger haben. Wütend und hilflos ziehen die Männer davon. Es ist wohl nun an der Zeit, Krieger auszubilden. Schicke zwei deiner Leute, die gerade abkömmlich sind, in die Kaserne und bilde sie zum Speerträger aus. Am besten den Zivilisten und den Bauarbeiter. Um Krieger ausbilden zu können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Am wichtigsten ist die Ausrüstung. Ein Speerträger braucht einen Speer- und Lederrüstung. Ein Bogenschütze braucht einen Bogen und einen Waffenrock. Ein Schwertkämpfer ein Schwert und eine Eisenrüstung. In diesem Tutorial sind bereits Speer- und Lederrüstung im Hauptlager, die du sonst erst einmal herstellen müsstest. Auch arbeitet schon ein Träger in der Kaserne, der die benötigten Waren aus dem Schiff holen muss. Klicke auf die Figuren und weise sie der Kaserne zu. Hammersymbol. Bei einigen Berufen kann es nötig sein, die Arbeiter vorher als den Zivilisten zu machen. Wähle den Rekrut aus und klicke dann auf der rechten Seite den Speerträger an. Hat der Träger schon alle benötigten Waren herbeigetragen, beginnt die Ausbildung sofort. Zusätzlich ist die Kaserne noch für zwei weitere Dinge wichtig. Mit Gold kann man dort einen fertigen Krieger zum Spezialisten befördern. Hat man noch einen Bierbrauer, kann man die Krieger zusätzlich mit Bier ausrüsten, womit sie auf längeren Kriegszügen weniger Nahrung brauchen. Bilde in der Kaserne zwei Männer zu Kriegern aus. Grimmig schauend stehen deine neuen Krieger vor dem Gebäude ganz begierig darauf, etwas zu unternehmen. Ja. Also ja, gespaltene Zunge. Das hier ist die Übersicht für die jeweilige Fraktion. Die können wir einmal hier oben über die Reiter aufrufen und einmal, indem wir auf sie auf der Übersichtskarte klicken. Hier steht einmal, sieht man einmal anhand des Gesichts, wie sie einem gesonnen sind. Also wenn sie lächeln, freundlich, wenn sie grimmig gucken, feindlich. Da gibt es noch so ein neutrales Lächeln für neutral. Gespaltene Zunge, Schlitzohren. Friede und Freundschaft verbinden unsere beiden Stämme. Unsere Lagerstehenden stehen eurem Händler zum Tausch offen.
Du bist feindlich gesinnt. Um den Diplomatiestatus zu ändern, betätige den entsprechenden Button. Du stehst ihm neutral gegenüber, du stehst ihm freundlich, feindlich. So. Dann suchen wir uns mal unsere Leute. Einmal unseren Zivilisten. Ja. Und einmal unseren Bauarbeiter. Ja. So, ich mach mal wieder schneller, dass wir das Tutorial auch schnell beenden können. So, unser Träger holt sogar schon Lederrüstungen und Speere. Dann können wir dich zu einem Speerträger machen. Das geschieht instant. Wir könnten ihn jetzt wieder zum Zivilisten machen. Dadurch legt er eigentlich alles ab. Wir könnten ihn zum Speerträger 2 befördern. Dafür bräuchte er 2 Gold. Wir können ihn mit Bier ausrüsten, dafür bräuchte er Bier. Und ja, wir könnten theoretisch unserem Händler sagen, Kumpel wird mal zum Träger. Und hilf mal in der Kaserne mit. Ihr beide könnt ruhig heiraten. Weil wenn wir 2 Träger haben, die tragen, geht's schneller. Unserem Kundschafter könnten wir ruhig sagen, er soll wieder einen Wegweiser hier neben ihm bauen. Wähle 2 Leute zu Soldaten aus. Und ihm sagen, such dir hier im Jägerzelt was zu essen. So, es kommen Speere an, es kommen Lederrüstungen an. Es kommt auch Gold an. Das heißt, wir könnten sie beide noch wenigstens in einigermaßen gute, also Speerträgerstufe 2 verwandeln. Sobald wir das Gold drin haben. So, du bist jetzt auch ein Speerträger. Hier sieht man sogar die Stats, also Angriffsstärke, Verteidigungsfähigkeit, Angriffsradius und Beobachtungsradius, also Sichtweite. Ah, du bist unser Jäger. Deine Krieger schwingen ungeduldig ihre Speere. Sie wollen es dem unverschämten Betrüger zeigen. Er wird schon sehen, was es heißt, Wikinger herauszufordern. Die Frau und Arbeiter stehen am Wegesrand und jubeln ihren Helden zu. Steht der entsprechende Diplomatiestatus auf Feind, können deine Krieger den Gegner angreifen. Wähle beide Krieger aus, indem du mit der linken Maustaste deinen Rahmen um sie ziehst. Klicke das auf die freie Fläche neben der Figur und halte die Maustaste gedrückt. Ziehe den Rahmen und lasse die Taste dann los. Blinken beide Figuren und erteile ihnen wie gewohnt Befehle. Klicke mit der rechten Maustaste dahin, wo die Soldaten gehen und angreifen sollen. In unserem Fall auf die Gebäude des feindlichen Händlers. Denke auch immer daran, dass du Kriegern wie Kundschaftern sagen musst, was sie essen und schlafen dürfen. Lass sie nicht verhungern. Greife mit deinen Soldaten den betrügerischen fremden Händler an und zerstöre all seine Gebäude. Die Krieger ziehen laut singend nach Norden für Odin. Ja, ich hätte trotzdem gerne noch wenigstens 1 Gold. Ja, sie bringen aber lieber Speere, also Kaserne verlassen, Kaserne verlassen. Greifen wir einfach so an. So, unser Kundschafter sollte bald mal gesättigt sein. Während ich die beiden hier nach hier oben schicken. Man sieht zum Glück auch, wie es mit ihrem Schlaf und ihrem Essen bedient ist. Und wir sollen vertreiben den fremden Händler und vernichte all seine Gebäude. Deswegen zerstören wir erst den Wachturm, damit er sich da drin nicht verstecken kann.
So, wir gehen mal wieder auf Standardgeschwindigkeit. Und machen den Wachturm tot. So. Gespaltene Zunge hat seine Einstellung in ihrem Volk geändert. Feind. Das sieht man jetzt hier. Jetzt sieht er grimmig rein. Mein Volk befindet sich mal im Krieg. Sollte es einer eurer Leute wagen, sich uns zu nähern, werden wir sofort angreifen. Er wird seine Einstellung wohl nicht mehr ändern. Also, er bleibt dann feindselig. Ja, toll. Jetzt, wenn wir das Gold nicht mehr brauchen, haben wir Gold. Und kommt, da das ein bisschen dauert, bis so ein Gebäude eingerissen ist. Beschleunigen wir das Ganze mal wieder. Dann können wir die beiden ruhig nochmal zurückschicken. Oh, er hat übrigens sein Angebot etwas geändert, aber wir können eh nicht mehr mit ihm handeln. Ja, Speer- und Lederrüstung. Mir wäre es echt langsam lieb, wenn sie mir noch mehr Gold reinbringen würden. Er ist sehr erfahren und kann trainiert werden. Hm. Also Gabelbart ist Träger. Ja, er hat 3 Punkte. So, dann geht ihr da mal wieder rein. So, dich kann ich jetzt zum Speerträger 2 machen. Man sieht, dadurch werden seine Stats besser, jedenfalls seine Angriffsstärke. Im Vergleich zum Vorgänger. Um ihn zum Dreier machen zu können, bräuchten wir nochmal 2 Goldbarren. Und da kommt auch schon einer. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihn zu einem Dreier machen. Bei einem Dreier und einem Einser tun es auch. Recht gut. So. Dann erhöht sich seine Angriffsstärke noch mehr. Ja. So, das heißt, wir reißen jetzt das Wurzelt ab, dann töten wir gespaltene Zunge. Wobei, geht ihr beide erstmal noch tüchtig essen. Krieg macht hungrig. So. Es war nicht ganz so tüchtig gewesen, aber ist auch gut. Vor allem lustig wird es, wenn wir das Vorratszelt zerstören. Ja, will. So, er ist tot und zu einem Skelett zerfallen. Ich glaube, wenn wir jetzt sogar die Diplomatie gucken. Nein, ist er noch da. So, machen wir erstmal sein Wohnzelt kaputt. Bevor wir dann sein Vorratszelt zerstören. Ja, das Volk von Schlitzohren hat diese Welt verlassen, weil sie halt wirklich keine Siedler mehr haben. Deswegen sind sie jetzt durchgestrichen. Krick, krick. So, sein Wohnzelt ist auch eingerissen. Jetzt fehlt nur noch das Vorratszelt. Und wir können auch die Diplomatie nicht mehr ändern zu ihnen.
Hey, sehr viel Zeug. Ja. Der betrügerische Händler ist vernichtet. Der Sieg ist dein. Überschwänglich wird der Triumph gefeiert. Du hast nur die nötigen Grundlagen, um im weiteren Spielverlauf Kriege einsetzen zu können. Gut gemacht. In den vier Tutorials konnten natürlich nur die wichtigsten Grundlagen der Spielfunktion veranschaulicht werden. Das Spiel bietet noch einiges mehr an Funktionen, Möglichkeiten und Spieltiefe. Probiere sie aus und du wirst staunen, was die Wikinger so alles anstellen können. Ein Link ins Pfandbuch kann dir auch in den meisten Fragen weiterhelfen. Viel Spaß bei den Herausforderungen im weiteren Spiel, die im weiteren Spiel auf dich und deine Wikinger warten werden. Ja, und damit werde ich mich jetzt hier an dieser Stelle schon verabschieden und nicht mehr ins Hauptmenü zurückgehen, weil die Musik dazu laut ist. Ich hoffe, ich konnte euch erst einmal einen ersten Einblick in das Spiel bringen, auch wenn ich jetzt etwas länger aufgenommen habe als geplant. Mal gucken, wie ich das dann mache. Wahrscheinlich werde ich die erste Stunde jetzt am Wochenende zeigen, beziehungsweise am Montag. Und die letzte halbe Stunde dann aufteilen in zwei Folgen, die ich unter der Woche verteilen werde. Und warum erwähne ich das jetzt? Weil ihr werdet es ja eh sehen, erst dann sehen, wenn es soweit ist. Naja, auch gut. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mal schon mal einen kleinen Einblick und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei, wenn wir dann in die Wienland-Kampagne eintauchen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.